It's been a while since you've done one of these, so let me try and do my best Jared impersonation in this week's Ship Shape. Er hat sich gerade ein bisschen verdaddelt. Er ist gerade in der Aufnahme dabei. Es geht so gesehen um die Schiffe, wo sie gerade dran arbeiten, um die Pipeline und den Chipshape und das wollen wir uns einmal gemeinsam angucken im Inside Star Citizen. Und da hat er sich gerade ein bisschen verdödelt. Das kenne ich sehr gut, wenn ich eine Aufnahme machen möchte. Wie oft muss ich die wieder neu anfangen, bis es mal so richtig klappt? Das kann schon mal seelisch wehtun, wenn ich das so sagen darf. Let's go, gucken uns das einfach mal weiter an, was er für uns hat. Let's. No, we have to write it down because it's not a normal thing. Oh yeah. Let's take a look right now at some of the ships making their way through the pipeline in this week's Ship Shape. Endlich mal wieder eine Show um Schiffe, was das Schönste, was wir natürlich haben in Star Citizen, sind natürlich die Schiffe, wo wir uns immer sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und das ist natürlich auch mal Point of Context, wo sich jeder Star Citizen-Fan drüber freut, wenn CIG über Schiffe redet, wie weit sind sie, wie sieht es da aus? Und das sind immer coole Folgen, freue ich mich immer sehr drauf, wenn wir solche Folge haben. Starting with the ship that is the earliest in the pipeline, which is the Drake Vulture. This is just moving. Ja, genau, die Drake Vulture, also das ist die Vulture, die drin ist. Das ist quasi das T1-Schiff, worum es geht, wenn es um Abbauschiffe, Abwracken geht. Zum Beispiel, wenn wir ja zum Beispiel irgendwas recyceln möchten. Es gibt ja die Reclaimer, die ja schon drin ist. Das wäre das T10-Schiff und das T1-Schiff. Das heißt, das Karriere-Starter-Schiff für diesen Job wäre dann so gesehen die Vulture. Das ist natürlich schon cool. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, wenn wir nachher das Abwracken reinkriegen, das Savagen, dass wir dann auch die Vulture mit reinkriegen würden in Star Citizen, weil sie gerade jetzt auch an diesem Schiff sehr, sehr hart arbeiten, was ich sehr cool finde. Wenn man natürlich ein Spiel, eine Game-Mechanik neu reinkriegen, dazu sogar noch ein Schiff dazu reinbekommen, was wollen wir mehr? Das ist natürlich ein Traum für uns, dass wir gleich direkt die Game-Mechanik mit dem richtigen Schiff ausprobieren können, ist schon eine coole Sache. Moving towards the end of White Box, early Grey Box Phase. We have done our initial white box art and design review phase. Na cool. So we are now. Das heißt, sie sind in der Whitebox-Phase, in der Greybox-Phase, sie sind in der Mischphase so gesehen. Man sieht auch schon ein bisschen das Interieur. Wie sie gesagt, es ist ein Schiff, was man sehr gut alleine benutzen kann. Das benutzt eigentlich nur alleine und kann es so gesehen Savage betreiben und das ohne einen zweiten Mann. Kann man sehr gut vergleichen mit der Prospector für dies, was wir, die Prospector haben wir ja für das Mining. So gesehen kann man das sehr gut mit der Voucher vergleichen. Now cracking on, fleshing out the interior of the ship to a higher standard. Sehr schön. It's pretty true to the original concept. It still has the split deck. It has the dual entry methods into the pilot seat from the rear section and from the side externally. We've still got the ladder on the side so you can climb up. Ja, wie cool ist das denn? It's a really sketchy classic Drake entrance method. Das heißt, wir haben sogar eine Leiter, dass wir hochkommen, dass wir hinten rein können, so gesehen ins Cockpit, oder wir haben hinten die Rampe, wo wir auch reingehen können. Ist schon ganz cool, so ein typisch, gefällt mir das sehr gut, so typisch Drake-mäßig ist das Schiff aufgebaut. Was mir sehr gut gefällt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Wie findet ihr die Voucher? Findet ihr das Schiff schön? Ich mag sie sehr gerne und kommt auch den Drake-Style sehr gut zur Geltung. You'll see the Vulture come online next year sometime. Ah, and next year, okay. It, you'll see the very first version of also dieses Jahr nicht mehr. Ship-based salvage. Moving to the next ship is the Ares Starfighter Inferno and Ion. These are yes. Towards the end of Grey Box, crossing into Final Art in places. So these are your two single player Anti-Capital Heavy Fighters. Kurz zusammengefasst, die Ares Inferno, die Ion, die kommen ja mit 3.15 zu uns mit dem Patch und das ist wirklich ein Anti-Capital-Schiff, das heißt, wenn du größere Schiffe angreifen möchtest, zum Beispiel natürlich im Verbund alleine würde es natürlich schwierig sein, wenn eine Ion oder ein Inferno alleine, sag ich mal, ein Capital-Schiff angreifen soll, das könnte problematisch werden, aber im Verbund zum Beispiel mit anderen Schiffen oder mit mehreren Aresen oder zum Beispiel mit einer Eclipse, was ja so gesehen ein Deep Space Bomber ist, der sich ranschleichen kann und dann auch eine sehr hohe Feuerkraft hat durch die Size 9 Torpedos, sind es wirklich sehr gefährliche Schiffe, um große Schiffe anzugreifen, zum Beispiel eine Hull DC oder eine Idris oder auch andere Schiffe, zum Beispiel die Polaris. Ich sage mal, die Ares ist tatsächlich ein richtiges Badass-Schiff gegen die Polaris, die könnte damit echt schwer zu kämpfen haben, könnte nachher sehr interessant werden, wenn das Schiff drinne sein sollte. Wie gesagt, mit der 3.15 sollen wir sie reinkriegen. Die Ares-Serie freue ich mich sehr drauf. Und kann man auch sehr, fliegt man auch alleine. Sort of
unknowns that cropped up was where and how we accessed the components on the ship. These were blocked in at concept phase, but obviously things changed during development. We learn a bit more about how to do things more optimally in the engine each ship we do. We've adjusted the animation template to get in a little. It was using another ship's entry. And then just sieht schon sehr nice aus, ne? The huge guns at the side of the sind Size 7 Guns drauf, kann man alleine fliegen, ist ein One-Seater und ist ein Heavy Fighter. Sehr, sehr, sehr schönes Schiff. VFX and barrel obscuring half your view. In terms of the gold standard ships, the Gladius hit. Ja, jetzt kommt es zu dem Goldstandardschiff. Das erste Goldstandardschiff, was wir haben, war die Gladius. Jetzt wird die Sabre und die Retaliator wohl folgen. Das kann ich schon mal so raushauen. Freue ich mich auch sehr drauf. It's gold standard and we actually got the vast majority of that into 314 with only some minor bug fixes in 315. Mm-hmm. The Sabre comes online to its gold standard. Ja, sehr cool. 315. Mit 315 kommt die Sabre rein mit Goldstandard. Some of that new stuff we work on, you might hear about on October 9th at Digital CitizenCon. And finally reaching the ship that is furthest along in the pipeline, which is the Aegis Redeemer, which is pretty much at the end of final art and into the release prep phase, which is what we call the final phase. This is taking the final asset and making it game release ready. So there's a lot of downstream tech and VFX audio UI support that goes on top of that pristine final art state. Also bei der Redeemer sind sie noch da dran, den Sound reinzubringen, die UI reinzubringen, die Lichteffekte reinzubringen. Da sind sie jetzt noch dran. Wie gesagt, mit der 3.15 soll die Redeemer auch zu uns kommen. Ist so gesehen eine kleine Hammerhead mit zwei größeren Türmen dran, die mindestens Size 5 sind. Das heißt, da sind Size 4 Waffen dran. Dann hat sie an den Flügeln auch nochmal Size 4 Waffen dran. Deswegen, also wenn ihr gerne eine Redeemer haben möchtet, denkt da dran, da braucht ihr auf jeden Fall auch eine Crew, die mit euch mitfliegt, die die Türme bemannt. So gesehen haben wir auch noch einen Remote-Turm für den hinteren Bereich und für den vorderen Bereich. Unter der Nase ist auch ein Remote-Turm. Vermutlich wirst du mit dem Piloten aus nur die Flügelsteuerung benutzen können. Also zweimal Size 4 mehr wirst du wahrscheinlich nicht benutzen können. Für die Redeemer, die hier unten sieht, einmal der untere Turm unter dem Cockpit, wie auch der hintere Turm, sind Remote-Türme. Und oben und unten der Turm, das sind Mentürits. Da brauchen wir also doch einigermaßen Crew dabei, um die Redeemer, sag ich mal, effektiv fliegen zu können, bis wir später die Game-Mechanik reinbekommen, dass wir die Türme dann zum Teil auch automatisiert laufen lassen können oder mit ausleveln können auf dem Piloten. Aber diese Game-Mechanik haben wir leider noch nicht in Star Citizen implementiert, wird aber im Laufe der Zeit dazu kommen. Wise, it still has those famous Nutcracker wings. Der Nussknacker, auch sehr schick. We hardened up some of the smooth edges, there's a bit more angular folds in it, we changed the tail. I sort of just stretched the body to balance the proportions because it was a bit one-sided in terms of weight distribution. Also könnt ihr mal gerne reinschauen in die Kommentare, wie findet ihr die Redeemer? Ich finde sie großartig und freue mich wirklich sehr auf 3.15, dass sie zu uns kommt. Freue ich mich wirklich sehr drauf. In Squadron 42 in sort of a very minor dropship role. Ich hatte mal eine Dropship-Rolle gehabt, das ist richtig, ja. In Squadron evolved and it wasn't suitable for that anymore, so we had the Vanguard Hoplite take its place and then genau, ultimately the Valkyrie. Also nochmal dazu erzählt, sie sollte mal als Dropship reinkommen für Squadron 42, haben sie aber geändert. Die Vanguard Hoplite ist ja jetzt reingekommen, so gesehen, als Dropship, genauso wie auch die Valkyrie. Deswegen haben sie so gesehen die Redeemer rausgenommen für diese Rolle und so gesehen ist die Redeemer jetzt ein volles, kleines, sag ich mal, Gunship geworden mit einer sehr, sehr hohen Feuerkraft und hat gar nicht mehr die Rolle für die Dropschiff-Eigenschaften. Die Rolle übernimmt sie gar nicht mehr. We looked at the stats of the weapons at the time versus the ships that were there and they all got upgraded, upsized, moved around. So now it is a four-person gunship. And being a four-person gunship required some quite beefy components. So trying to fit all these things on this chassis, keeping its sort of quite iconic look, fitting it all inside was by far the biggest challenge of the production. We think we've been quite faithful to that original design, both visually and gameplay wise, and we look forward to people playing it later in the year. Jetzt kommen wir zu einem Sprintreport. Eben waren wir beim Chip Show und let's go in den Sprintreport rein. Wenn ihr Bock habt, euch den Sprintreport auch noch mit angucken wollt, bleibt sehr gerne dran, ihr Lieben. Let's see what folks are working on. Let's start things off with a couple new weapon concepts, because we haven't had those in a while.
and take a look at three new electron damage items. Also drei neue Waffen, die reinkommen werden, die so gesehen Elektrikwaffen sind, die elektrischen Schaden machen, das heißt zum Beispiel, um euch zu betäuben oder zum Beispiel für Bounty Hunter sind sie sehr gut, dass man nicht gleich mal die Leute erschießt, sondern dass man sie betäuben kann und dann so gesehen im Bewahrsam nehmen kann und sie dann natürlich nach Clasher bringen, wo sie ihre Strafe absolvieren müssen. Aber wie gesagt, das sind Elektrikguns, gefallen mir eigentlich schon sehr gut, das Konzept sieht schon sehr cool aus. From Manufacturer Volt. Von der Manufaktur Volt, das heißt, der Hersteller ist dann so gesehen Volt für die drei Waffen. First up, we've got an Electron SMG. Now, during review, folks were pretty happy with SMG this one, sogar. So expect it to move forward rather quickly. Sehr cool. There's neuer also Hersteller. An Electron LMG that, well, we felt still needed a little work. Maybe some shape tweaks and maybe another pass on the battery pack. So sieht der Battery Pack aus, den du dran hast. Den kannst du normalerweise auch aufladen an deiner Rüstung. Sollte eigentlich gehen. Müssen wir mal schauen, ob das nachher so ist. Das heißt, wenn du irgendwann keine Energie mehr haben solltest in deinem Energiepack, kannst du das auch nachladen. War mal die Idee gewesen. Aber ob das so kommt, mal dahingestellt, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest haben wir hier die Möglichkeit, auch schnell den Akku zu wechseln, damit wir wieder Energie haben. Finde ich ganz cool. Wie ein Magazin so gesehen. And finally a laser sniper rifle. Still from Volt, but not electron damage based. Ah, cool. Sniper Rifle, also wie gesagt, für Snipers. They're fine looking weapons and expected to go into production soon, because we can never have too many ways to make pew pew in the persistent universe. Coming to Orizen in Alpha 315 are three new locations we'll be Ah, cool, mit der 3.15 bekommen wir drei neue Locations auf Orizon. Wie cool ist das denn? Bin ich gespannt drauf. Exploring later this quarter, but before that happens, we can share these early white box images of Cousin Crows, the ship and vehicle customization shop cool. That is actually tucked into the underbelly of the floating platforms that make up our newest landing zone. Also bekommen wir so gesehen eine neue Plattform, einen neuen Shop, wo wir in Customization unsere Schiffe durchführen können. Finde ich sehr cool, freue ich mich sehr drauf. So gesehen einen Laden bekommen wir. Freue ich mich sehr drauf, bin ich gespannt, wie der implementiert ist und wie das dann nachher aussieht. Könnt ihr ja mal gerne reinschreiben. Aber auf jeden Fall, wenn Landezonen erweitert werden, freue ich mich immer sehr. Tatsächlich freue ich mich auch immer, dass auf jeden Fall Hörsten noch weiter designt wird. Da fehlt ja auch noch sehr viel. Also so gesehen auf Lorville. Lorville muss ja auch noch ein paar neue Distrikte dazu bekommen. New Babish bräuchte eigentlich auch noch mal ein paar neue Distrikte. Das heißt, sie können ja relativ noch viel machen. Und es wird ja auch immer mehr Distrikte geben, auch zu den anderen Sachen. Zum Beispiel auch New Babish, wie gesagt, Lorville, wie auch Area 80, was wir haben auf Arcorp, ist ja auch nur ein Distrikt. Und das wollen sie auch noch alles erweitern. Und da wird auf jeden Fall auch mehr Distrikte dazukommen zu den anderen Städten auf dem Planeten. Now, Cousin Crows will support a wide variety of ship customization options. Including components, ja, cool. Room modules, paints and more. Now, also so gesehen könnt ihr Komponenten, Farben anpassen oder auch mehrere Sachen, so wie ihr euer Schiff gerne customisieren möchtet im Spiel nachher später. Sehr cool. Everything that can be cool. Won't be immediately available in Alpha 315, it will continue to expand in its services across subsequent patches. Also moving through White Box is the Crusader Showroom. Ja, cool. Ja, das haben wir schon gesehen. Es soll ein Crusader Showroom kommen. Geh nachher in den Showroom, da soll nachher die ganze Starliner von die Crusader Serie sein, die ganze Manufaktur. Wie die Hercules, wie die Mercury oder die Ares Serie werden wir da sehen können. Oder auch nachher die Genesis Starliner werden wir auch nachher da sehen können. Die ganzen Schiffe, die Crusader hier designt, die sie herstellt, die werden wir nachher in den Showroom sehen. Freue ich mich auch sehr, dass das auf Crusader zu den Plattformen zu uns kommen wird. Auch eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Finde ich sehr cool und freue ich mich sehr drauf. Of which we showed you earlier this quarter. Now, one of the biggest challenges for the showroom here is going to be the lighting, since so much of this is open and exposed to the world outside. Beyond that, the team is also experimenting with cutaway displays of the Mother of Bombs. Die Mother of Bombs, die nachher im A2 drin ist, in der Hercules A2, da haben wir einen Bomber drin. Der A2-Bomber von der Hercules kann nachher einen Bomber-Cluster abwerfen mit kleineren Bomben oder nachher die A2-Bombe abwerfen, wie gesagt. Da sind sie auch mitten in der White-Box-Grey-Box-Phase drin. Da haben wir schon mal den ersten Einblick, wie nachher die Mother of Bombs aussehen wird. Die Mohab sieht schon auf jeden Fall sehr cool aus. As well as potentially the cockpit of the Hercules itself. Na cool. Now progress on the showroom is proceeding as scheduled,
and we expect to explore the close to finished versions of these new ores and areas later this quarter. Folks who saw our recent Star Citizen Live with the lighting team know that work has been underway on adding new auxiliary lighting states to the various habitation modules throughout the Stanton system. Na cool. And here we can see the current. Also das ganze Lichtsystem wird überarbeitet mit Lichtschalter, allen drum und dran, was es so geben soll. Da sind sie gerade dabei, das Stanton-System auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, so wie CIG sich schon weiterentwickelt hat, finde ich auch sehr cool. Dass sie auf jeden Fall natürlich die alten Sachen, die schon drinne sind, die schon in-Engine sind, die ganzen Sachen, dass sie natürlich auch wieder auf den neuesten Stand angehoben werden und dass wir dann, dass das Licht und die Schatten dann kamen, auch wieder funktioniert, technisch gesehen auch nachher mit dem Lichtschalter, das da eingebaut ist, dass wir dann nachher in unserer Kabine oder Hotel oder wo wir wach werden nachher oder in unserem Haus, Apartment, dass wir dann auch Licht an- und ausmachen können, finde ich schon ganz cool. Progress of that work, including Area 18, Grim Hex, ganz cool. Lorville, Microtech. Olisar, also Port Olisar, kannst du auch ein Licht an ausmachen. Ach, sehr geil, am Bett direkt, sehr cool gemacht. Ja, wie cool ist das denn? Orison. Krass, überall sind Lichtschalter. Wie cool ist das dann, wo du spawnen kannst, so gesehen? Fleischer Prison. Ah, selbst im, ja, sehr gut, selbst im Clasher, ey. Selbst im Clasher kannst du dein Licht an- und ausmachen, da weißt du genau, was in der Dunkelkammer abgeht, Junge. Das klatscht Rest da denn. Stops. Lol. In Reststops, auch sehr geil. Also an die ganzen Sachen, wo du überall aufwachen kannst. Haben sie an alles gedacht, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Freue ich mich sehr drauf, dass sie diese Technik jetzt erweitern. Sehr cool, sehr, sehr geil, freue ich mich sehr. And speaking of lights, the graphics team has recently begun work on a new glass window shader designed for buildings that will bring them to life like never before. Also ganzen Lichteffekte überarbeiten sie überall, auch an der Außengestalt. Also wenn wir zum Beispiel auf Crusader sind, wie hier zum Beispiel bei Horizon, da haben wir so gesehen eine ganz große Wand, wo wir ganz viele Fenster drin haben und dass das natürlich mit rüberkommt, dass das Lichtverhältnis richtig ist, ob da drinnen in den Raum jetzt Licht an, aus ist, dass wir das sehen, ist schon auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil, Lieben. Freue ich mich sehr drauf. What's happening? You can see for yourself. Ja, sieht schon cool aus, ne? Das sieht richtig cool aus, wenn es dunkel wird und die Gebäude, sag ich mal, die Räume, das ist hell oder nicht, das sieht so geil aus. Wie cool ist denn das? Das ist der Hammer, oder? Das ist ja der Oberburner, wie das aussieht. Just make sense. The ones sehr that just geil. Make the world seem like the world. Wie cool sieht be. Das aus? And that's definitely what we're looking at here. The UI tech team has been working on a new 3D skeleton and interface to be used by players when they wake up in the hospital, allowing them to properly identify and treat cool. their own wounds wie cool as ist needed. Das denn? Wow. And I thought the self-service lines in the grocery store were something. That's healthcare in the 30th century for you. Now there will be different rigs for male and female players. Das ist ja abgefahren. And eventually, a similar skeletal overlay will be available to players out in the field when they use their hand scanners. But for now, hospitals only. Guck mal, da siehst du sogar die T1-Bänder. Hast du zum Beispiel, kommt drauf an, wie sehr du kaputt bist, dann kannst du gucken, ob du ein Bett hast, ein Krankenbett oder, sag ich mal, ein OP-Bett, was geheilt werden kannst. Das heißt, du musst gucken, ob du jetzt in der Carrack drin bist oder in welchem Raumschiff du drin bist. Zum Beispiel wird das ja nachher bei der Red so sein, dass du da nicht alles heilen kannst, sondern nur leicht verletzt. Das bedeutet, du musst gucken, ob du T1, T0 oder T2 hast, wie du dich wieder heilen kannst. Das heißt, du kannst ja nicht mit jedem Bett dich komplett ausheilen. Finde ich schon ganz cool, dass du eine fette UI hast, die mir sehr gut gefällt. Sehr cool, dass CIG an sowas denkt. Hammer, sieht hammer gut aus, freue ich mich sehr drauf, wenn wir das reinkriegen. Und wie gesagt, das haben wir auch in den Schiffen drinne, diese Krankenbetten oder, sag ich mal, diese OP-Betten, die kriegen wir natürlich auch in den Krankenhäuser rein. Dann können wir wirklich gucken, was wir ausheilen müssen. Natürlich soll alles ausgeheilt werden, aber ob wir das auch mit diesem Bett auf jeden Fall auch realisieren können, die Ausheilung.
This is just a first look, but you can expect to see the entire loop explored here on ISC starting next week. Aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Sieht doch hammer cool aus, was sie da machen. Gefällt mir sehr gut. Healing, medical, and the next iteration of inventory. We're talking the next major step forward towards what we've been calling death of a spaceman. And while we'll be learning all about those over the next 2 weeks, the character team has started concepts for the long-awaited cybernetic limb replacements coming in later iterations. Cybernet, das bedeutet, das sind diese Cyborg-Sachen. Wenn wir zum Beispiel einen defekten Arm haben, der Arm, der ist nicht mehr reparabel, dann würden wir einen Cyborg-Arm bekommen oder eine Prothese so gesehen, eine Armprothese, ein Prothesenbein oder eben Cyborgbein, wie man das so sagen möchte, der uns zwar nicht stärker macht, aber damit können wir erstmal normal weiterleben. Denkt daran, wenn der Death of the Spaceman drin ist und ihr zu viel Cyborg-Technik nachher später verbaut habt in euren Körper, dann werdet ihr irgendwann den Permadeath leider erleiden. Deswegen achtet immer darauf, dass ihr nicht zu oft stirbt oder dass ihr zu viel Cyborgs nachher verbaut habt auf euren, in euren Charakter, weil dann habt ihr irgendwann den Permadeath. Und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Die ersten Sachen gefallen mir sehr gut dazu, dass CIG da schon so viele Gedanken machen vom Design her, finde ich saucool und gefällt mir auch sehr gut, was CIG da macht. And while the team has some favorites here, sieht richtig cool aus, die ganzen Cyborg-Sachen. Die Prothesen sehen einfach hammer gut aus, finde ich. Different sources like government issue or pirate Outlander and more. Also ob du ein Outlander bist, Pirate, oder ob du ein ganz normaler Bürger bist, hast du immer die richtige Prothese für das richtige Design dabei. They're also exploring how they work with a variety of clothing options in the verse, either exposing the full or partial arm. Das sieht ja abgefahren aus. And then of course, the gammy leg. Ja, das sieht schon sehr cool aus, dass sie sich dafür Gedanken machen, ne? CIG. Sehr, sehr schön designt. Vom Hightech bis zum Piraten, bis zum Outlaw gibt es für jeden die richtige Prothese. Now, these are still in the concept stage, so it'll be a while yet before they make their way into the persistent universe. But I'll tell you, I'm excited to one day be more machine now than man. Let's go. So what did we learn this week? We're another... Vielen, vielen Dank, dass ihr den Inside Star Sim mit mir zusammen genossen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Würde ich mich sehr freuen dazu. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet zu Star Citizen, gerne natürlich auch ein Abo da lassen. Würde ich mich auch sehr freuen. Schaut auch mal gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei, wo ich jeden Tag fast live bin. Ab 17 Uhr würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mal dabei seid und vorbeischauen würdet. Jetzt würde ich erstmal sagen, wünsche ich euch ein entspanntes Wochenende. Kommt gut rein. Euer Fexi. Bis dann. Bye, bye, ihr Lieben. Ciao.